Eine BioShock HD Collection ist aufgetaucht. Der Xbox-Chef rechnet fest mit einer Preisreduzierung der PS4 und Allison Road ist auf Kickstarter. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. The BioShock Collection könnte eine HD-Sammlung aller bisher erschienenen BioShock-Spiele für die PlayStation 4 heißen. Eine eben solche taucht nämlich auf im Online-Portfolio des südafrikanischen Händlers Raru. Was genau in dieser Sammlung enthalten ist, steht da nicht, wäre aber gut möglich, dass es BioShock 1, 2 und BioShock Infinite ist. Immerhin steht auf der Produktseite ein Release-Termin, nämlich der 27. November. Offiziell angekündigt hat eine solche Sammlung der Publisher 2K noch nicht, aber wäre doch sinnvoll, die alten Spiele für die neue Konsolengeneration nochmal zu veröffentlichen. Die sind bisher nämlich nur für den PC, die Xbox 360 und die PS3 erschienen. Ich rechne voll und ganz damit, dass der Preis der PlayStation 4 im Westen reduziert wird. Das sagt der Xbox-Chef Phil Spencer im Gespräch mit der Website IGN. Spencer erklärt, dass Sony damit genau die Taktik fahren würde, die man auch in der Vergangenheit gefahren ist, nämlich erst den Preis der Konsole in Japan reduzieren und danach im Westen nachziehen. Trotzdem wäre das ja alles gut. Da schleimt sich Spencer ein bisschen ein und sagt, für die Spieler ist es ja gut, wenn es dann Konkurrenzkampf gibt, denn Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Außerdem habe man bei Xbox keine Angst vor einer eventuellen Preisreduzierung der PS4, da man selbst auch für das Weihnachtsgeschäft einiges in Planung habe. Gut möglich, dass Spencer darauf anspielt, dass auch die Xbox zu Weihnachten günstiger wird. Genau das haben sie nämlich im letzten Jahr gemacht, den Preis der Xbox reduziert und diese Reduzierung nie wieder zurückgenommen. This is a great holiday for Xbox. Really appreciate how our fans showed up. We had a great offering of games. We had a great Xbox at a nice price. Allison Road braucht euer Geld. Das Horrorspiel im Stil von P.T. ist nämlich auf Kickstarter gestartet und da versucht man in den nächsten 30 Tagen 250.000 Pfund, also knapp 350.000 Euro einzusammeln. Das Team Lilith will mit diesem Geld aus dem Spiel ein richtiges Spiel machen. Das Spiel existiert nämlich momentan nur als Prototypen-Gameplay und jetzt möchte man die Story, die bereits fertig geschrieben ist, eben auch als fertiges Spiel umsetzen. Wenn noch ein bisschen Kohle übrig bleibt, dann möchte man auch Virtual Reality Support einbauen ins Spiel. Zeit haben sie dafür noch knapp 30 Tage, wie bereits gesagt. In Allison Road geht es darum, dass man in einem Haus aufwacht und ohne Erinnerung daran, wie man da hingekommen ist, auch niemanden sonst trifft. Und jetzt gilt es rauszufinden, was den Bewohnern da zugestoßen ist. Spoiler Alert, ziemlich kranker Shit. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.